Weiter geht's mit einem kleinen Messerundgang. Jetzt sind wir beim BMW angekommen und zwar mit dem BMW Konzept 4. Die 4 gibt eigentlich schon voraus, was das hier später mal sein soll. Allerdings glaube ich, wird es nicht ganz so extrem, wie wir es hier sehen. Also soll quasi ein Ausblick sein auf das BMW 4er Coupé, das ja relativ stark mit der 3er Limousine verwandt ist. Relativ stark, warum sage ich das so betont? Weil wir schauen einfach mal hier auf die relativ stark ausgeprägte Motorhaube, die auch wirklich sehr tief in den Sicken nach vorne ausläuft und das Ganze dann auch hier nochmal in der Mitte aufgreift, wo dann der Grill zum ersten Mal seit langem nicht super breit geworden ist, sondern einfach super hoch, wie damals mit dem BMW 328 oder 3.0 CSI. Persönlich finde ich, es hat was. Ich hätte es ein bisschen flacher gemacht, ganz persönliche Meinung, denn wenn man so ein bisschen von vorne schaut, ich denke, es wird schon in den Kommentaren sein, der Biber. Also es ist ein bisschen extrem, aber das soll ja auch polarisieren und das macht es auch hier in diesem Fall. Und man sieht auch hier sehr sportliche Frontgestaltung. Also es ist sehr zerklüftet alles und sehr aggressiv und das Ganze wird dann an der Seite aber wieder relativ clean. Das heißt, wir haben eine relativ glatte Seite. Hier der Air Breather wird so ein bisschen weitergezogen bis zum hinteren Radlauf. Finde ich auch eine ganz schöne, interessante Linie. Und man hat auch hier nochmal eine Ausprägung, die das Ganze nochmal optisch nach unten zieht. Die Spiegel hier noch ganz dezent angedeutet, schweben dann selbstverständlich auch. Ihr seht es auch hier, schwarz, das heißt, es ist eine Studio und wir werden jetzt erstmal nicht sehen, was drin ist. Aber theoretisch gesehen sieht es aus wie eine Dreier Limousine. Wie gesagt, auch hier ganz dezent, sehr clean gehalten. Auch am Dach keine Auswölbung oder sowas, alles sehr glatt. Und dann hier auslaufen in eine sehr starke Schulter, die dann auch nochmal das Hinterrad ordentlich präsentiert. Denn 4er Coupé heißt weiterhin sportliche Fahrdynamik und dementsprechend auch ganz klassischen Hinterradantrieb. Und was ich glaube, was wir in Zukunft sehen könnten, ist quasi der Teil ab der theoretischen C-Säule. Also dieser Teil, wie es hinten endet. Und ich hoffe auch, dass das hier mit in die Serie übergenommen wird. Mag wahrscheinlich nicht ganz praktisch sein, wenn man so in den Kofferraum theoretisch reinschauen könnte. Aber diese Linie, diese aggressive Liniengestaltung, insbesondere auch mit dem unteren Teil, mit der Schürze, gut, ganz so extrem wie jetzt hier mit dem Diffuser wird es wahrscheinlich nicht werden. Aber ich hoffe insbesondere, der obere Teil kommt so in die Serie. Denn das macht was her. Und es deutet auch das an, was wir quasi auch auf dem Stand sehen, nämlich das 8er Coupé oder das 8er Grand Coupé. Also dementsprechend glaube ich, diese Ansicht könnten wir vielleicht in Serie sehen. Aber das soll es nicht gewesen sein. Wir haben hier noch im Darkroom sozusagen das schwärzeste Schwarz, das es überhaupt gibt, nämlich den Vanta Black BMW X6, ganz kurz den VBX6. Das Schwarz ist extrem, ich sag's mal so. Es ist matter als matt, schwärzer als jedes Schwarz, was man irgendwie gesehen hat. Es ist eine Studie und es wird auch so nicht in Serie kommen, aber es hat einen Anwendungszweck. Punkt 1, warum wird es nicht in Serie kommen? Es fehlen die Reflexionen, um generell überhaupt eine Zulassung zu bekommen, denn würdet ihr das Auto auf der Straße sehen, würde es super schnell untergehen, trotz Lichtern und trotz beleuchtetem Kühlergrill. Aber das Ganze hat eine Anwendungsfunktion, unter anderem bei Fahrassistenten, bei den Kameras, die ja sehr stark auf Reflexionen reagieren. Das heißt, man könnte dieses Vanta Black um diese Kameras oder auf diese Kameralinsen drauf machen. Was heißt könnte? Es wird höchstwahrscheinlich relativ bald passieren. Und dann sind die für die Reflexionen nicht mehr so anfällig und man kann trotzdem super gut bei starker Sonneneinstrahlung einparken oder die Assistenten nutzen.